So, hallo und herzlich willkommen hier zu meinem allerersten Case Opening, was ich hier exklusiv für YouTube raushaue. Wir heben heute, wie man hier sehen kann, wunderbar 15 Glove Cases auf, gerade eben besorgt. Und kurz davor wollte ich Ihnen noch kurz zeigen. Und zwar gibt es diesen Monat ein Asimov-Bundle Giveaway. Das heißt, es gibt diese vier wunderschönen Asimov-Skins und somit auch vier Gewinner. Wenn ihr Bock habt, damit dran teilzunehmen, dann einfach unter dem Video auf den Link klicken, der bei Giveaway aufgeführt ist. Dann könnt ihr euch Entry sichern und habt die Chance, einen von diesen wunderbaren Skins zu gewinnen. So, kommen wir zurück zu unserem Case-Opening hier. Ja, wir gucken einfach mal rein, was wir hier schaffen und ob wir Glück haben und hier vielleicht irgendwas ziehen können. So, also los geht's. Ja, immerhin nicht mal was Blaues am Anfang, was ich eigentlich expected hatte. Ich bin so, glaube ich, der Blue-König, was Skins ziehen angeht. Sogar in Minimalware. Naja, mal gucken. Mal gucken, was hier noch so geht. Also, eine Cyrix wäre auf jeden Fall auch ganz schön. Und da kommt auch schon der erste blaue Skin. Sehr schön. Und der nächste. Ja, ich bin, was das Öffnen von Kisten angeht, so, ich glaube, mit der schlechteste Kistenöffner, den es hier weltweit gibt. Hatte bislang noch nie irgendwas Gutes mit dabei. Krieg immer hier schön diese blauen Skins. Die sammle ich auch gerne. Und nein, Quatsch. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall bislang noch nie irgendwas Rotes gezogen. Geschweige denn hier irgendwie was Goldenes. Also eigentlich wird es langsam mal Zeit, dass da irgendwas Schönes mit rauskommt. Aber mal gucken. Ja, naja, die MP7 sieht nicht mal so kacke aus. Ist zwar leider fehltestet, aber sieht ansonsten, das Blau ist ganz cool. Das ist auch noch ein Stat-Track. Also es könnte sogar noch schlimmer sein. Aber mal gucken, ob wir hier vielleicht noch was Besseres mit rausbekommen können. Oder auch nicht. So, wir probieren das mal jetzt hier. Wir nehmen hier, ja, die Mitte. Oder fast die Mitte. Gucken, was sich da Schönes drin verstecken wird. Ja, eine MP9 Sandscale. War nicht so super. So, dann können wir jetzt aber die goldene Mitte nehmen. Und haben danach dann noch sechs weitere Kisten, die wir aufhebeln können, um zu gucken, ob da was. Nice! Ja, darüber freue ich mich schon. Sehr cool. Einfach ein pinker Skin. Minimal Wear sogar. Also nicht mal so bad. Jetzt muss nur noch hier irgendwas Rotes kommen oder Goldenes und dann flippe ich aus. Na, die goldene Mitte geht leider gerade nicht. Also mal sehen, was hier die zweite Kiste bringt. Oh, eine Cyrex. Die in FN und Stat-Track wäre natürlich auch nice. Die sieht ganz cool aus. Auch in Minimal Wear. So, jetzt probieren wir es auf jeden Fall nochmal mit der goldenen Mitte. Hoffen, dass da noch was Schönes bei rauskommt. Ja, die MP7 verfolgt mich. Ich hätte wahrscheinlich nicht sagen dürfen, dass ich die eigentlich ganz cool finde vom Aussehen. So, vier Stück haben wir noch. Wir nehmen jetzt mal hier die letzte und probieren mal den allseits bekannten Trick, einfach die Augen zuzumachen. Und dann mal sehen, ob wir vielleicht dann irgendwie Luck haben und da was Schönes bei rauskommt. Also, mal sehen. Ja, wir sollten erstmal Schlüssel benutzen, klicken. Ach, ja gut. Augen zuhalten hat auch keinen Sinn. So, dann probieren wir es nochmal mit der Mitte. Na, immerhin nichts Blaues.
Aber leider halt auch nichts Rotes oder die Handschuhe. So, zwei Stück haben wir noch. Ja, nochmal eine schöne Galil Black Sand. Muss sich ja nochmal lohnen. Ja, super. Der nächste blaue Skin. Ja, naja. Wie man sieht, nicht so erfolgreich, aber es hätte auch schlimmer sein können. Ich bin hier schon mit einem pinken eigentlich relativ zufrieden. Wobei es halt einfach 11 blaue Skins sind, die ich hier rausgezogen habe. Also nicht so geil. Mal gucken, wann ich es irgendwann mal schaffe, dass hier vielleicht wirklich irgendwie bei einer Case was Goldenes rauskommt, sei es das Knife oder Handschuh oder was auch immer. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne mir Kommentare unten da lassen und dann werde ich mal sehen, ob ich vielleicht sowas in Zukunft öfter mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.